Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array von MyDataNAS wiederherstellen können. Wie können Dateien von einem nicht funktionierenden NAS-Gerät abzurufen werden? NAS-Geräte des Herstellers Den Electronic positioniert all NAS-Speichers ohne Konfiguration. Um die Zufriedenheit von NAS-Speichern zu verbessern, ist RAID Level 1 vorgesehen. In diesem Fall werden alle Daten, die auf einer Festplatte kopiert wurden, auf der anderen Festplatte gespiegelt. Dies schützt Ihre Daten von Verlust. Wie jedes andere Speichergerät wird jedoch auch Ihr NAS irgendwann ausfallen und alle auf den Festplatten verbliebenen Dateien werden automatisch unzugänglich. Wenn die Festplatten an einen PC angeschlossen sind, können Sie die darauf gespeicherten Dateien aufgrund von Inkonsistenzen im Dateisystem oder der RAID-Informationsschutzsicherungsmethode nicht immer sehen. Das Betriebssystem erkennt die Laufwerke möglicherweise nicht und fordert sie auf, sie für die zukünftige Verwendung zu initialisieren oder zu formatieren. In diesem Fall benötigen Sie ein RAID Datenwiederherstellungstool, um Ihre Dateien zu lesen und zu reparieren. Schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID-Array auf diesem Speichergerät erstellt. Um die Laufwerke zu verwalten, müssen Sie sich in die Verwaltungskonsole des NAS einloggen. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators ein. Der Standardwert ist Admin und das Kennwort lautet 1234. Gehen Sie dann auf Tools, Registerkarte, Storage Tools. Aktivieren Sie das Kontrollkettchen RAID aktivieren. Geben Sie dann den gewünschten RAID-Typ an und bestätigen Sie mit Übernehmen. Daraufhin wird eine Warnung angezeigt, dass alle auf dem Datenträger gespeicherten Daten gelöscht werden. Der RAID-Erstellungsprozess beginnt. Warten Sie, bis er abgeschlossen ist. Auf der Registerkarte Speicherstatus sehen Sie den Status der Festplatten-Arrays. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie könnten den Speicher nutzen und Dateien auf die Festplatten schreiben. Falls ein Speichergerät ausfällt und der Zugriff auf das Festplatten-Array nicht mehr möglich ist, kann Hetman RAID Recovery Ihnen dabei helfen, das RAID abzubauen und Dateien davon abzurufen. Wenn Ihr NAS abgestürzt ist, sind die auf den Festplatten gespeicherten Informationen intakt, aber wenn Sie die Festplatten direkt an Ihrem Computer anschließen, erkennt das System sie möglicherweise nicht. Dies hat zur Folge, dass die auf den Laufwerken gespeicherten Dateien nicht mehr zugänglich sind. Daher benötigen Sie ein Programm, das in der Lage ist, die beschädigten Laufwerke wieder zusammenzusetzen und Ihre Dateien davon abzurufen. Hetman RAID Recovery unterstützt die meisten Dateisysteme und RAID-Typen. Das Programm hilft Ihnen im Falle eines Zugriffsverlusts auf die auf dem NAS gespeicherten Daten infolge eines Hardware-Fehlers, eines Ausfalls des Controllers oder anderen Hardware des Geräts. Um auf die Festplatte zu zugreifen, müssen Sie auf dem NAS-Gerät entfernen und direkt an Ihren Computer anschließen. Die Laufwerke müssen an einen Windows-PC angeschlossen werden. Wenn das PC-Betriebssystem Sie auffordert, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, wenn sie angeschlossen sind, tun Sie dies nicht, da es schwierig ist, sie nach der Initialisierung wiederherzustellen. Laden Sie die Software Hetman RAID Recovery herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Wenn das Programm gestartet wird, scannt es automatisch die an Ihren PC angeschlossenen Laufwerke, setzt das zerstörte RAID wieder zusammen und zeigt es im Hauptfenster an. Wie Sie sehen können, hat die Software in meinem Fall einen RAID-Typ erkannt, der aus diesen Laufwerken gebildet wurde. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse, die Sie durchführen möchten. Es wird empfohlen, zunächst eine Schnellsuche durchzuführen, da diese weniger Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten einfachen Wiederherstellungssituationen funktioniert. Wenn Sie die benötigten Dateien nicht finden, führen Sie vollständige Analyse aus. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Reanalyse. Wählen Sie vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie Weiter.
Wie Sie in meinem Fall sehen können, fand die Software alle Informationen, die auf den Laufwerken gespeichert waren, ohne Schwierigkeiten. Sie können den Inhalt aller Dateien im Vorschaufenster sehen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie dann aus, wo Sie die Daten speichern möchten, Datenträger, Ordner wiederherstellen. Nach Beendigung des Vorgangs befinden sich die Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Wie Sie sehen, ist die Wiederherstellung von Daten im Falle eines Defekts des Speichermediums gar nicht so schwierig. Die Hauptsache ist, dass Sie verstehen, was Sie tun müssen, um das richtige Programm auswählen, das Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten von Festplatten hilft. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.